Dieses Buch könnte Adrien und mich zusammenbringen, ohne dass ich Ladybug bin. Aber ich weiß schon, dass ich es ihm nicht zurückbringen kann. Tut mir wirklich leid, Marinette, aber dieses Buch hat für uns ungeheuren Wert. Aber wieso denn? Wir können kein Wort davon lesen. Ich kenne jemanden, der schon lange nach diesem Buch sucht. Er kann lesen, was da steht. Was genau ist denn so besonders an diesem Buch? Da drin steht alles über die geheimnisvollen Kräfte der Miraculous. Wenn es in die falschen Hände gerät, ist es sehr gefährlich. Er muss es zurückhaben. Ich verstehe das nicht, Tiki. Sag mir, was los ist und wem du das Buch bringen willst. Dem großen Hüter. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass du ihn endlich kennenlernst. Hast du das Buch von meinem Vater, Black? Natürlich nicht. Wenn er merkt, dass es weg ist, wird er für uns ein größeres Problem als Hogmoth. Hallo, Ladybug. Oh nein, ich habe kein Essen für dich dabei, Tiki. Ich bin sicher, du wirst irgendwas finden. Ja, ich versuch's. Ladybug ist verschwunden. Wird Cat Noir allein mit der Situation fertig werden? Das ist alles meine Schuld. Du musst nicht immer recht haben. Ab und zu ist es auch gut, wenn man auf andere hört. Du hast recht, Tiki. Aber jetzt müssen wir erstmal Cat Noir helfen. Wir suchen im Hotel was zu essen für dich. Mhm. Oh. Cat Noir! Beeil dich, Tiki. Ich esse so schnell ich kann. Hast du nicht die Nase voll davon, dass Ladybug immer allen Ruhm einheimst? Und hast du nicht die Nase voll davon, sie zu imitieren? Mach weiter so, Anti-Bug. Cat Noir ist als Lockvogel perfekt. Verbünde dich mit mir, Cat Noir. Niemals, das kannst du wirklich vergessen. Ladybug und ich sind ein Team. Und hoffentlich taucht sie schnell wieder auf. Ich weiß, dass du mich hören kannst, Ladybug. Wo du auch steckst, du musst dich entscheiden. Wenn du willst, dass Cat Noir am Leben bleibt, musst du mir dein Miraculous geben. Und wenn du dich weigerst, dann sieh dir Cat Noir nochmal in Ruhe an. Denn dann wird es das letzte Mal sein, dass du ihn siehst. Ich zähle jetzt bis 10. 1. Kannst du nicht bis 20 zählen? 2. Ich bin noch nicht fertig. Geh Cat Noir retten, Marinette. Aber ich kann mich nicht verwandeln. Du bist Ladybug, auch wenn du dich nicht verwandelst. Ich denke, ich weiß, wie ich's schaffen kann. 3. Befolge lieber meinen Rat. Du willst doch nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Ich hab eine Idee. 4. Cat Noir und ich sind ein außerordentlich gutes Team. Ladybug. Cat Noir und ich sind ein außerordentlich gutes Team. Du hältst dich wohl für super klug, ha? Huh? Los, zeig dich, Käfergesicht! Bereit für die zweite Runde? Es hat funktioniert! Ich bin fertig, Marinette! Ich krieg einen Schnupfen. Du sollst ihn nicht küssen. Ich fühle mich wirklich gar nicht gut. Keine Sorge, Tiki, es dauert nicht lange. Alles okay? Nichts gebrochen? Ja, mir geht's gut. Marinette. Sabrina, was macht dieser Prinz Ali heute nochmal? Spielzeug sammeln für das Krankenhaus. Oh. Was für ein Kuscheltier ist das denn? Wer hat das wohl verloren? Der Prinz hat sicher noch nie so ein Kuscheltier gesehen. Und wenn er erst mal mich sieht, wird Prinz Ali sowieso nicht mehr an die kranken Kinder denken. Redest du gerade von Prinz Ali? Was geht dich das an? Prinz Ali wohnt im Hotel von Chloes Vater. Das einzig wahre Hotel für einen Prinzen. Und selbstverständlich treffe ich ihn dort, hat er nicht Glück. Oh, bitte, könntest du ihm dann diesen Brief von mir geben? Aber klar doch. Oh, das ist wirklich super nett von
an dir. Ich bin dir unendlich. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich das tue. Ich gebe ihm doch keinen Brief, der nach altem Fisch stinkt. Tiki? Chloe, warte! Das gehört mir! Wer es findet, darf's behalten! Tiki. Oh nein! Wo ist Tiki? Tiki! Tiki! Oh, Tiki! Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Marinette! Es geht dir noch schlechter, als ich dachte. Wir müssen zu dem Heiler. Wir haben keine Zeit dafür. Du musst dich verwandeln. Ich werde das schon schaffen. Nein, Tiki. Ich mache nicht zweimal den gleichen Fehler. Wir gehen jetzt sofort zu dem Heiler. Sie wird wieder gesund, oder? Wer vor Ungeduld brennt, sollte keine heiße Suppe essen. Wie meinen Sie das, Meister? Ruhe bitte. Ich konzentriere mich auf Ihre Energien. Welche Katzenart ist das? Katze? Eine haarlose Katze. Eine seltene Rasse des Königreichs Achu. Ich habe sie beim Stepptanzwettbewerb des Zoos gewonnen, als ich in Achu war. Sehr ungewöhnlich. Ja, da haben Sie recht. Wir sind fertig. Ihre Katze ist wieder gesund. Oh. Danke. Vielen herzlichen Dank. Sie sind ein wahrer Magier, Monsieur. Wie haben Sie das gemacht? Ein altes chinesisches Geheimnis. Genauso wie deins. Tiki, es tut mir schrecklich leid. Du warst krank und ich wüsste nicht, was ich ohne dich tun sollte. Du könntest nicht Ladybug sein. Ich weiß, aber Tiki, du bist für mich mehr als nur ein Kwami. Ich weiß. Oh, wir müssen zur Pont des Arts. Da wollen sie hin, das habe ich im Auto gehört. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wo ist denn die magische Kiste, Marinette? Da schließe ich ein, was keiner lesen oder sehen soll. Lauter Geheimnisse? Heißt das, du schreibst alles in dieses Buch rein? Ja. Was dagegen? Naja, was, wenn jemand rausfindet, dass du Ladybug bist? Außerdem, was, wenn jemand rausfindet, dass du Ladybug bist? Das kann nicht passieren. Versuch's, Tiki. Und es funktioniert. Gestern wurde Monsieur Bourgeois zu einer vierten Amtszeit als Bürgermeister von Paris gewählt. Hier sehen wir Monsieur Bourgeois mit seiner Tochter. Oh, sieh sich einer Chloé an. Als wäre sie Bürgermeister von Paris. Oh, apropos, die Wahl zum Klassensprecher ist morgen. Ist das denn so schlimm? Chloé geht davon aus, dass sie gewählt wird. Ausgerechnet die, die sich nicht um andere kümmert, sondern immer nur um sich selbst. Naja, dann kandidier du doch. Das würde ich ja gern, aber habe ich nicht schon genug mit dem zu tun, was ich als Ladybug mache und den Hausaufgaben? Ja, aber wenn du davon überzeugt bist, dann wirst du es schon irgendwie hinkriegen. Man sollte es immer versuchen und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ja, vielleicht. Du schaffst mehr, als du denkst, Marinette. Armand d'Argencourt, der Gegenkandidat von Bourgeois und Fechtlehrer an der Françoise Dupont-Schule, wurde vernichtend geschlagen. Bedauerlicherweise hat d'Argencourt die wenigsten Stimmen in der Geschichte von Paris bekommen. Ich komme noch zu spät zur Schule. Oh, schon wieder. Siehst du, das habe ich gemeint.